Die Aktion zur Weihnachtsbaumbeleuchtung ist ausgedacht worden bei einem Glas Glühwein. Deswegen haben wir heute auch Glühwein fertig gemacht. Lutz Ritter und mein Mann haben ein bisschen herumgesponnen und haben überlegt, wie könnte man die Taucher Innenstadt zu Weihnachten besser beleuchten. Und da ist die Idee entstanden, schon im Sommer eine Aktion anzufangen, um die Motive vorzustellen und mit den Motiven dann zu werben, dass sich mehr Sponsoren finden, die die Weihnachtsbaumbeleuchtung bezahlen. Mein Mann ist als erster Sponsor jetzt mit dabei und ich freue mich darauf, dass Weihnachten die Stadt Taucher schön leuchten wird. Ja, es war letztes Jahr zur Weihnachtszeit. Meine Frau und ich gehen gerne auf die Weihnachtsmärkte, so auch im Taucher, und haben festgestellt, dass der eigentlich noch etwas festlicher gestaltet werden könnte. Parallel dazu war denn die Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Taucher, die halt Weihnachtsbäume verkauft hat und Glühwein. Dort kam ich ins Gespräch mit Herrn Lutz Ritter und wir haben so ein bisschen rumgesponnen, ein Wort gab das andere und da sage ich, müsste doch möglich sein, dass wir hier in Taucher eine festliche Beleuchtung bekommen. Ja, sagt er, hätte die Idee, er hatte dieses ein Muster da stehen, das könnte man ohne weiteres machen oder ausführen. Es fehlt halt das Geld. Na, er sagt, es wird doch kein Problem sein, Sponsoren oder Paten für sowas zu finden. Ja, sagt er, warum wollen Sie nicht der Erste sein? Na gut, mitgefangen, mitgehangen. Ja, ich werde, wenn es soweit ist, als erster Pate oder erster Sponsor für so ein Weihnachtsmotiv zur Verfügung stehen. Apropos Aufhänger, wir müssen die Beleuchtung aufhängen. Jetzt wird es langsam Zeit. Ne? Sind alle Bürger von Taucher aufgerufen, sich am Sponsoring der Weihnachtsbeleuchtung zu beteiligen. Gerne nehme ich Ihre Anträge, Anfragen entgegen und freue mich auf viele Sponsoren.